Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 2. Wuch. Ach ja, genau. 55% haben wir jetzt mit zwei Systemen. Okay. Dann Tank gehen. Und Ammon besichtigen. Also, oh Gott. Wir machen das jetzt echt ganz schnell. Das ist also... Texte durchlesen. Fertig war's. 1, 2, 3, 4, 5. So. Bast. Der kleine Wasserstoff-Stickstoff-Gasgehirn Bast und seine Monde dienen den Eclipse-Söldner nach der Niederlage auf Naiv als Rückzugsstellung. Sobald sie sich neu gruppiert haben, spielten sie den Nahai-Konsortium falsche Koordinaten zu und lockten es in eine Falle. Es kam zu einer kräftemäßig ausgeglichenen Schlacht, an deren Ende beide Seiten den Sieg für sich beanspruchten. Nahai-Sid hatte zwar mehr Schiffe verloren, konnte das aber anders als Eclipse wesentlich leichter kompensieren. Ich finde das auch schön, wie die sich hier von BioWare ja anscheinend Mühe gegeben haben, bis wirklich zu jedem Planeten eine eigene Beschreibung zu machen. Anomalie geortet. Ach gucke, es lohnt sich doch, das System zu erkunden. Oder die haben es so gemacht, jeder Mitarbeiter von BioWare durfte einen Planetenbeschreibung machen. Wer weiß. Naiv ist kalt und trocken. Er verfügt über eine dünne Stickstoffatmosphäre und ausgedehnte Salzbetten am Äquator, wo es warm genug ist, dass im Sommer flüssig Wasser spendet. Ach so. Das gewonnene Salz wird zu landwirtschaftlichen Zwecken an natriumarme Planeten verkauft. Während der Anhur aufstand, war Naiv die Basis der Eclipse-Schiffe und auch Schauplatz ihrer ersten Niederlage, als die feindlichen Nahisid ihrer Übermacht nutzen und einen erfolgreichen Überraschungsangriff durchführen. Noch heute kann man auf dem Planeten Wrackteil aus dieser Schlacht finden. Senderautomatik abgebrochen. Übersetzungsfehler. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen. Übersetzungsfehler. Ah ja, okay. Starte Sonde. Interessant. Heißt etwas auf unseren Sensoren? Ach, Oberflächenscans melden das Wrack eines Frachters unbekannter Konfiguration. Schaden am Schiff katastrophal. Bewegung von Erden registriert, aber keine Anzeichen von Leben. Aha. Interessant auf jeden Fall. Wie nehmen wir denn diesmal mit? Ich finde, wir nehmen mit Samara und Said, nee, und Samara und Zayn. Hatten wir nicht die Zusammenstellung schon mal? Ich weiß es gerade nicht. Oh, 4 Punkte, guck mal. Drill ab, also hier Schredder Muni. Hat Samara noch Punkte? 3, ey, schön. Lassen wir alles so. Ach du Kacke. Ja, das Schiff ist tatsächlich katastrophal geschädigt. Oh schön. Das sieht aus wie Strahlung. So eine Magnetstrahlung. Ein Sandsturm nähert sich von Nordwesten. Weiteres Vorrücken mit erhöhter Vorsicht. Shuttle Foyer, die war jetzt irgendwie anders. Aha. Ich kann mir das jetzt leisten, das ist ja schön. Ich weiß nicht, ob die Stimme so sein sollte, dass die jetzt so plötzlich so anders war. Hm? Was? Ah, Einzelteile eines beschädigten Max-Bergen. Ah, ja. Oh, wie jetzt das Platin? Ist ein Frachtschiff gewesen, oder? Systemstatusbericht. Ach du Kacke. Maschinenstatus der Maschinen gefährdet. Schaden an Primär- und Sekundärkern nicht behebbar. Ausdruck von Element Zero kritisch. Treibstofflecks auf dem gesamten Maschinendeck. Status der Navigation auch kritisch. Manuelle Navigation nicht möglich. Vollkontrolle durch höheren Befehl blockiert. Autorisierung quet irgendwas. Sensoren Status der Sensoren gefährdet. Oh, oh, oh. Kurzstreckensensoren sind oft ein unsicherer Planetennäherung 0700 erwartet. Lebenserhaltung gefährdet. Lebenserhaltung langsam wieder im sicheren Bereich. VI-Kontrolle durch höheren Befehl blockiert. Autorisierung quet irgendwas.
Schilderstatus ist der Schilder normal. Schildleistung konstant bei 100%, keine Gefährdung der Schilde. VI-Netzwerk gefährdet. Kämpfe potenziellen Fremdkörper, VI-Kontrolle über kritische Systeme durch höheren Befehl blockiert. Status der Kommunikation gefährdet. Schaden am Kommunikationssystem kritisch. Aktiviere Notsignale. Es scheint also so, als hätte sich hier die KI selbstständig gemacht. Ach da. Raffiniertes Platin. Raffiniert, ne? Nee, den darf ich echt nicht bringen. Das ist ja unglaublich. Evakuierungsbefehl. Gucke. Achtung an alle! Wir befinden uns auf Kollisionskurs und verlieren laufend Systeme. Begeben Sie sich umgehend zu den Rettungskapseln. Das ist keine Übung. Nicht allzu schön. Medizinkit. Oh, nee. Transportpapiere, was hatte der denn dabei? Reflektierende Mech-Panzerung. Mhm. 180 Loki-Max, ich hoffe, die müssen nicht besiegen, und ein Chimiere-Mac. Ups. Also irgendeiner wird davon noch auf jeden Fall kommen, den wir besiegen müssen. Weiß ich doch. Eine Glitzer, ja, da geht's eh nicht weiter. Leute. Oder ist das hier der Sandsturm? So, ziemlich stiller Sandsturm. Die Musik ist gerade ein bisschen... Ich sag mal bedrückend. Fritten, wir haben ein Problem im Frachtraum. Markus sagt, die Mechs in den Containern würden sich aktivieren und selbst zerstören. Sehen Sie mal nach. Ups. Das wäre nicht so schön. Aber was muss ich denn tun? Ziel. Aha. Jetzt. Ah. Mehrere Feinde sammeln sich in der Nähe ihrer Position. Empfehle sofortigen Abzug. Das ist jetzt irgendwie... Dachte ich mir das schon, dass wir nicht ohne Kampf durchkommen. Wir sind die Max. Ah, ja. Das waren die Lokis. Stimmt, ich vergaß. Ja. Was soll das durchführen? Das ist ja nicht das Problem. Jetzt nicht allzu gefährlich, dass das... So. Echt, hast du? Oh. Wo müssen wir hin? Ach, da ist unser Schiff. Okay, das ist ja schön. Ich wusste, dass es nicht gut ist, dass die so viele Max dabei hatten. Ah ja, da hinten. Das können wir ja schon mal vorzeitig bekämpfen. Boah, diese KI-Stimme ist ja schrecklich. Ja, nee, Munitionskraft brauche ich nicht zum Greifen. Oh, guck mal. Das ist jetzt gerade echt nicht gut. Jetzt aber. Notfall. Ausnahmefehler. Ey, ja. Okay, das ist jetzt blöd. Klar, das ist auch so ein organisches System, deswegen geht das doch. Oi. Verteidigungssysteme. So, jetzt aber. Sieht das bitte? Tatsächlich. Es wird explodieren. Wenn sie beschäftigt. Stimmt. Oh. Tut mir leid. Samara. Oh, hier liegt Money. Guck mal, kostenloser. Oh, hallo. Ich kann die Money nicht einsammeln. Das ist ja sehr schön. Ist mein Schiff ab da. Oh, das ist doch kacke. Das weiß ich doch. Fordere Unterstützung an.
weiß ich doch. Berge zu welchem Ozean? Atlantischen? Soll Atlantis nicht finden. Oh meine Güte. Reicht jetzt. Meine Güte. Meine Güte, echt. Aber hat er echt keine Sicht mehr, wenn er. Schön, keine Überlebenden der Wrack der MSV Korsika gefunden. Schön. War ja eine kurze Mission. Aber das dürfte echt bereits eins der ausführlichen Systeme sein, von daher glaube ich da nicht dran, dass das jetzt so schlimm ist. Ach, Nave hat was ja schon, stimmt. Sobek ist ein Wasserstoff-Stickstoff-Gas gegangen, der angeblich extrasolar und eingefangen wurde. Auf seinem Mond ist die Gravitation sehr gering und während des Anhua-Aufstands befanden sich dort zahlreiche batterianische Arbeitslager, an denen Rohstoffe für den Krieg gefördert wurden. Als die Eclipse-Sklaven schließlich befreite, stießen die Söldner auf katastrophale Zustände. Einige Lager verfügten nicht mehr über Masseneffektfelder, um die Gravitation auf eine erträgliche Masse zu bringen. Die meisten Sklaven litten über Knochenschwund, was zugleich der Höhepunkt der Erniedrigung durch ihre Herren war. Sie konnten auf einer Welt mit normaler Schwerkraft nicht mehr überleben. Das Schicksal der Sklaven brachte ihnen schon bald galaxieweit die Aufmerksamkeit der Medien und mehrere Wohltätigkeitsorganisationen erklärten sich bereit, ihre Physiotherapie zu bezahlen. Geeignete Arbeit schnell für sie zu suchen. Die Eclipse-Söldner, eigentlich wegen ihrer Skrupellosigkeit und den zahlreichen Kriminellen in ihren Reihen verpönt, wurden plötzlich zu Helden erklärt. Noch heute unterhält die Organisation auf Sobeks Mond Hackett eine Zweigstelle als nostalgische Reminiszenz, ebenso wie als Geschäftsstrategie. Huch, das war ein Escape zu viel. 60. Was haben wir da? Schön. Anhuhr. Also viel Text auch immer. Ich will das alles wissen. Auf Anhuhr, einer Gartenwelt mit großer Menschen- und Batterianer-Population, spielte sich eine der abstoßenden Verletzungen der Grundrechte intelligenter Wesen in der neuen Menschheitsgeschichte ab. Ein Konsortium aus Konzernen und Gruppen, Politikern, was gibt's? Alles gelogen und erstunken. Ist. Dass die wirtschaftliche Konkurrenz durch die Batterianer fürchtete, weil diese legal Sklaven halten durften, verabschiedete eine Resolution zur Abschaffung des Mindestlohns. Ist doch richtig. Wodurch im Grunde die Sklaverei auf einer vom Menschen beherrschten Welt rechtlich abgesichert wieder eingeführt wurde. Ist doch schön alles. Aus den Gegnern dieser Entwicklung wurden rasch Aktivisten, die auf Vergewalt nicht zurückschreckten. Es kam zum Bürgerkrieg, bei dem eine Seite versuchte, die Sklaverei im gesamten System zu beenden, während die andere, eine hauptsächlich batterianische Fraktion namens Nahisid, ihre Sklaven behalten wollte. Der Anhu-Aufstand tobte von 2176 bis 2178. Die Nahisid waren klar in der Übermacht, was Schiffe, Arbeitskräfte und Waffen betraf. Durch die Anhu-Milizen jetzt sich gezwungen sahen, zum Ausgleich Söldnergruppen anzuheuern. Am Ende trugen die Gegner der Sklaverei den Sieg davon, allerdings zum Preis der Zerstörung eines Großteils ihrer Infrastruktur. Anhu verfügt zwar auch heute noch über einen signifikanten natürlichen Reichtum, aber mit Ausnahme der Warnindustrie herrscht eine wirtschaftliche Depression. Tja, das passiert, wenn man sich gegen Sklaverei wendet, oder? Für einen Mindestlohn. Sieht SPD, sieht. Der Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant Sekhmet ist nach Meinung der Wissenschaft innerhalb der letzten Milliarden Jahre in das Abo-System eingedrungen und war während des Anhu-Aufstands Schauplatz einer bedeutenden Schlacht. Als die Söldnergruppe Eclipse versuchte, die Belagerungsstation zu übernehmen, um den Rebellen den Nachschub abzuschneiden, wurde sie von einem Jägergeschwader überfallen, das sich in den Ringen von Sekhmet versteckt hatte. Eclipse erlitt zunächst schwere Verluste, konnte dann aber zwei Transportschiffe der Rebellen zerstören und sie zum Rückzug in den Überlichtraum zwingen. Die Schlacht gilt als Wendepunkt des Aufstands, denn danach konnten die Rebellen keinen Sieg mehr für sich verbuchen. Heute umkreisen Sekhmet mehrere Betankungsstationen und am Neck Range Punkt L5 des Planeten befindet sich eine kleine Kriegsgedenkstätte. Süß.
So, wie komme ich jetzt hier wieder aus dem Scheiß raus? So. Guck mal, 76% haben wir schon. Das heißt, die restlichen zwei dürfen noch klein sein. So. 100%. Bitte, was? Ach ja, Treibstoff, das ist ja nur kaufen. Hab ich gerade schon gewundert. Malgus. Kennt ihr schon den Namen Agnus? Schrecklicher Name. Klingt wie so ein Eis. Ist glaube ich ein schwedischer Name, oder? Boah, und was mögt ihr am liebsten? Mars, Snickers oder Twix? Oder Bounty? Ich finde erst Snickers am besten mit diesem Karamell schön. Und den Nüssen. Oh. Also wenn man nur Karamell haben will, nimmt man natürlich Mars. Flat ist für die meiste Spezies unbewohnbar, wird aber vom Bloodpack zur Züchtung und Ausbildung von Watcher benutzt. Die dichte Atmosphäre besteht fast nur aus Stickstoff mit lediglich minimalen Sauerstoffanteil, was für Watcher aber kein Problem darstellt. Watcher-Söldner und Rekruten brauchen nur Lebensmittel und Wasser und trainieren mit religiösen Eifer, um ihn zu bekämpfen und zu töten, mit dem sich ihre Organisation gerade im Krieg befindet. Hinweis für Reisende. Die Raumhäfen auf Flat sind 100%ige Tochtergesellschaften, die Söldnergruppen Bloodpack, einem Unternehmen, gegen das wegen Kapitalverbrechen in zahlreichen Fällen ermittelt wird. Falls wir ideellen Reisen nach Fleet wird nachdrücklich abgeraten. Schön. Boah, der Planet ist fast so groß wie die Sonne oder sogar größer. Ich wüsste nicht, dass es was in Wirklichkeit gibt. Oder? Ne, ich wüsste nicht davon. Ich glaube, die Masse würde ja an sich zusammenfallen. Will White ist ein Programmierer von Maxis. Ist ein Planet, wie nur ein Watcher leben kann. Nicht zuletzt wegen seines Beinahklimas. Brütende Hitze und eine dünne Methan-Atmosphäre. Überall auf der Oberfläche gibt es Ansiedlungen von Kroganern und Watchern, die mehr schlecht als recht von den Kupfervorkommen des Planeten leben und jeden töten, der ein Profit schmälern will. Ach, gleich zwei Hinweise. Hinweis für Reisende. Kroganer können in der Hitze mit Hilfe einer Atemmaske überleben. Alle anderen Spezies benötigen vollständige Schutzanzüge, um Austrocknung und Verbrennung zu vermeiden. Flüssigwasser gibt es in einem großen Seen auf der Oberfläche. Es kann zur Wärmeregulierung benutzt werden, ist aber ohne vorige Weiterverarbeitung nicht trinkbar. Meldung der Allianz. Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen sind auf Worldwide an der Tagesordnung. Von Zivilreisen wird abgeraten. Mhm. Uzen. Uzen. Ja. Uzen. Der Gas genannt Uzen ist nach einem der vielen kroganischen Rachegötter benannt und umkreist seine orange Sonne in einer Nähe, das Leben auf seinen Monden unmöglich macht. Er besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Methan, Mixen und Exosphären, die die Kroganer Fioni einen Antrieb einsammeln. Uzen. Deutlich innerhalb der Frostgrenze, wo sich normalerweise keine Gasgärten bilden. Weshalb Astronomen glauben, dass seine Umlaufbahn früher weiter von der Sonne entfernt lag. Falls das stimmt, ist der Orbit instabil und der Planet wird innerhalb von ein paar Millionen Jahren in seinen Stern stürzen. Mhm. Schön. Wie viel haben wir? 90. Das heißt, Strabo kann ja nix sein. Strabo-Pop. Strabo-Pop. Ich bin übrigens ein großer Fan. Nicht der Arzt selbst, also ich würde mich nicht als Arzt bezeichnen, dafür bin ich zu konformistisch eingestellt, aber ich mag die Musik von denen, das muss ich doch schon sagen, die Musik der Arzt mag ich. Verlassene Station untersuchen? Mit den Jarare Station untersuchen? Erstmal den Planeten hier untersuchen. Antiga. Oh, ein schöner Text. Der Wasserstoff Heliumann, ausgegangen Antiga, verfügt über 11 bekannte Monde und Staubringe und wurde von einer salarianischen Minenexpedition entdeckt, als sie wegen eines Computerfehlers vom Kurs abgekommen war. Ja. Was für eine Jarare-Station. Kurzinfos beschafft Zirkonetten Jarare-Strabo-Adler-Linie, ha? Datenauswertung bestätigt letzten bekannten Aufenthaltsort des Frachtes MSV Corsica. Jarare-Station im Strabo-System besteht die Möglichkeit, dass sich an Bord der Jarare-Station Hinweise auf die Anomalie finden lassen, die zur Massenfehlfunktion der Max auf Corsica geführt haben. Aha. Mhm.
nehmen wir mit, das ist ja jetzt schwer. Hätte ich jetzt eine Tali vielleicht, weil wir Max haben, und ich würde sagen, wir nehmen mal Zeit mit. Warum weiß ich nicht. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte. So. Na dann, und bis zur nächsten Folge.